Du bist nicht verrückt. Du leidest nur unter einer posttraumatischen, schizoholischen Hirnblase. Ich genehmig mir in 5 Minuten eine Flasche Wein, steck mein Nazi rauspacken auf mein Galatasaray-Trikot, fordere einen Fascho auf, mir seinen Hass zu zeigen und werd freundlich von ihm eingeladen zu einer Nacht voll Leid. Ich nehm dankend an, denn ich kriege gern die Fresse voll und erklär ihm noch, wo er mich am schwersten verletzen soll, damit zwar meine Chancen steigen auf die Invalidenrente, ich aber kein Glück verliere, das ich zum PC-Spiel verwende. Außerdem wär's cool, mit meinen Händen noch ein Schwanz zu kommen. Scheiß auf meine Fresse, Rinderbraten durch die Magensonde, Bier kommt durch den Tropf, Bewegung gibt's im Internet, ich krieg fürs Voll rumhängen Mitleid. Zum Glück bin ich behindert, jetzt werd im Rollstuhl durch die Stadt geschoben. Hab gut geht als Arbeitsloser, denn ich krieg vom Staat die Kohle zur Beruhigung. Krieg zwar meine Sneakers nicht mehr selber aus, trotz Klettverschluss, aber genieß, dass ich keine Entscheidungen mehr treffen muss. Manchmal sieht man einen Freak und fragt, was wohl zuerst da war. Hände oder Ei, der Schlag oder das Hirntrauma. Ist der Depp schon seit seiner Geburt so dumm oder hat ihn diese Welt mit ihrem Wahn zu dem gemacht, was sie verdient? Manchmal sieht man einen Freak und fragt, was wohl zuerst da war. Hände oder Ei, der Schlag oder das Hirntrauma. Ist der Depp schon seit seiner Geburt so dumm oder hat ihn diese Welt mit ihrem Wahn zu dem gemacht, was sie verdient? Ich geh zu meiner Bank und heb bei meiner Sparte ab. Such mir einen Penner, der Nadellöcher in den Armen hat. Zeig ihm die ganze Kohle, setz mich zu ihm an den Straßenrand und frag ihn freundlich, ob er sich mit mir einen netten Namen macht. Wir gehen zu seinem Dealer und kaufen von allem, was es gibt. So viel wird für mein Geld bekommen, angefangen bei Gras und Speed, über diverse Tabletten, Pilze, LSD, Kakteen bis hin zu Crack und Shore und den neuesten chemischen, experimentellen Drogen, die noch nicht getestet sind. Suchen uns ein Loch, in dem uns die Mitmenschen nicht belästigen. Richten uns da wohnlich ein, sprich setzen uns auf den Boden. Saufen, rauchen, ziehen, schmeißen, spritzen uns die ganzen Drogen. Ich lass den Körper gehen, Geist und Seele auch, geb mein Bewusstsein und damit mein altes Leben auf. Feiertage später vollgeschissen, Reinkarnation und hab endlich ein Ziel im Leben, denn jetzt kleb ich an den Drogen. Manchmal sieht man einen Freak und fragt, was wohl zuerst da war. Hände oder Ei, der Schlag oder das Hirntrauma. Ist der Depp schon seit seiner Geburt so dumm oder hat ihn diese Welt mit ihrem Wahn zu dem gemacht, was sie verdient? Manchmal sieht man einen Freak und fragt, was wohl zuerst da war. Hände oder Ei, der Schlag oder das Hirntrauma. Ist der Depp schon seit seiner Geburt so dumm oder hat ihn diese Welt mit ihrem Wahn zu dem gemacht, was sie verdient? Ich war ja schon immer mehr der niedliche, friedliche Typ, doch hab gehört, dass man sein Leben nie so liebt wie im Krieg. Drum brauch ich Urlaub vom Vielen auf der Wiese rumliegen und will als Ziel ein möglichst weit entferntes Krisengebiet. Im Flieger schon schließe ich mit meinem Mem-Leben ab, spül meine Kohle im Klo runter und verbrenne meinen Pass. Kurz bevor wir landen, stürm ich wie im Drogenrausch durch den Gang, stab mir nen Fallschirm und reiße die Notür auf. Spring ab im umkämpften Land, direkt über tiefstem Urwald. Freu mich auf die Erholung vom Alltagsstress wie ein Kurgast. Pflück mir ne Mahlzeit und reagier mit fiesem Durchfall und stell fest, ich liebte mein Leben wirklich noch nie so furchtbar. Dieser Eindruck wird verstärkt, als die ersten Kugeln fliegen. Ich krieg langsam ein Gefühl dafür, wie sich die Juden fühlen. Im Dritten Reich, ich sitze gleich mittendrin in dicker Scheiß. Ich flieh und schrei und piss mich ein und find mein Leben richtig geil. Ja, vielleicht geb ich's dir gleich im Himmelreich. Manchmal sieht man einen Freak und fragt, was wohl zuerst da war. Hände oder Ei, der Schlag oder das